Und dann haben wir, glaube ich, den ersten Schritt Richtung Hafen wirklich sehr gut gelöst. Hoffe ich zumindest, dass es euch gefällt. Mit dem Wasserfall in der Mitte wird das auch nochmal um einiges fröhlicher alles aussehen. Ach ja, wir spielen ja gar nicht mehr auf Easy. Ich sollte nicht so viel springen. Also auf Easy. Platz haben wir noch. Wunderbar. Das Eisen könnten wir mal wegpacken vorerst. Wir nutzen ja eh irgendwie nur noch Diamantwerkzeug. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Habe ich nicht fünf gesagt? Nee, ich hatte vier gesagt. Nehmen wir einfach mal so viele. Ja. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Es war auf jeden Fall lustig und verwirrend. Wasser ist verschwunden, Eimer sind verschwunden. Und plötzlich ist alles wieder da. Wunderbar. Dreck habe ich auch genug dabei. Jetzt haben wir erst den langen Tunnel und dann hier unsere kleine Tunnel-Runterführung. Gott, ist das hoch. Dann würde ich sagen, ach, da unten steht schon ein Skelett. Ich hoffe, das schießt uns jetzt nicht ab, wenn wir uns hier hochbauen. Über uns ist der. Das heißt, der ist jetzt nebenan. 2, 3, 4. Oh. Dann fangen wir mal an. 1, 2. Zwei Eimer reichen. Von unten sollte das eigentlich gleich aussehen. Ja, also passend tut es. Läuft es auch richtig? Das, ah, das gefällt mir nicht. Wieso macht der da eine Ecke? Schade, ganz durch hat es nicht geklappt. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Skellies. So, der erste ist schon tot. Der zweite auch. So, warum machst du da eine Ecke? Weil da wahrscheinlich ein Enderman einen Dreckblock hingelegt hat. Warum auch immer. Wahrscheinlich hauptsächlich nur, um mich zu ärgern. Oder haben wir den da hingepackt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ach, der Kies. Ach Gott, ja. Ist ja klar. So, das läuft jetzt genau bis hier. Hm. Das heißt, wir müssen da noch einiges ändern. Haben wir noch Clearstone? Natürlich. Ja, spülen mich dann noch weiter weg. Der Vorteil ist, wir brauchen hier diese komische Vorbaugeschichte nicht mehr. So. Jetzt ist nur gleich diese Schaufel kaputt und wir müssen dann diese Schaufel nehmen. So, hier würde ich den Vorbau gerne behalten, so wie es momentan ist. Was ich nicht behalten möchte, ist das hier. Da
das hier auch nicht unbedingt so gerne. So. Und da fließt es ins Wasser rein. So, mit dem Rest Dreck, den wir jetzt noch haben, könnten wir theoretisch hier schon mal so ein bisschen was aufkippen. Der Hafen, der soll ja nicht ganz tief im Wasser liegen, sondern der soll ja schon höher gelegt sein. Da kommt dann hier noch so eine Art, wahrscheinlich kleine Holzumrandung hin. Und nach da wird er auch noch abgetrennt, aber das machen wir dann wirklich das nächste Mal. Jetzt machen wir noch schnell diese Lücke hier zu, damit wir den Dreck halt aus dem Inventar kriegen. Wir haben jetzt inzwischen genug auf Lager, um damit die nächsten Jahre wirklich bauen zu können. Das heißt, wir können jetzt hier getrost den Dreck gleich ausgeben, den wir eingenommen haben. Und vielleicht ist das nächste Mal schon Gras über die Sache gewachsen. Was unser kleines Häuschen angeht, das würde ich sagen, das könnten wir dann hier hinsetzen. Da würde ich dann sagen, dann nehmen wir das hier alles noch weg. Dass wir quasi hier so eine kleine Nische haben. In der kann man dann auch schön ein Häuschen reinbauen. Ja, du da, du störst mich jetzt. Ist aber schön weit weggeflogen. Skelly hat mich gesehen. Oh, Steck Viper scheint sich jetzt gar nicht mehr für mich zu interessieren. Habe ich den außer Range gekickt? So, jetzt kommt er aber wieder. Tot ist er. Dede, lange nicht gesehen. Auch schon tot. Und da vorne, da können wir jetzt mal gemütlich einfach mal durchrasen und ein bisschen Fun haben. Und einfach mal so ein paar Items abgreifen. Das ist ja nie verkehrt. Ach, haben wir das Butterbrot da vergessen? Nö, können wir nur nicht mitnehmen. Ach doch, können wir mitnehmen. So. So, den nehmen wir auch noch mit. Und schon wieder haben wir jetzt quasi ein neues Stück erschlossen. Nämlich hier quasi am Fuß unseres Turmes. Was man hier noch machen könnte. Ist jetzt quasi anders, als wir es sonst haben. Na gut. Brauchen wir auch neue Zäune. Naja. Machen wir das auch noch schnell. So, also hier könnten wir was hinbasteln. Und da unten könnten wir auch noch ein Häuschen hinbasteln. Haben wir dann schön Platz für zwei neue Häuschen. Und ich denke, dann haben wir die Ecke hier auch gut bewirtschaftet. Oder bebaut. Nächste Mal dann die komplexe Hafenanlage. Die wird, denke ich, bis hier vorne gehen. Also wird schon eine etwas größere Anlage werden. Mit ein paar Docks. Wie man es kennt halt. Vielleicht auch den einen oder anderen Container. Ach nee, der wird nicht passen. So Container, so Frachtcontainer. Ein paar Stegs zum Anlegen. Und von hier wäre eigentlich die ideale Stelle, um mit Booten zu starten.
So eine Wildwasserbahn wollte ich auch schon immer mal bauen. Da könnte ich auch noch eine Reihe ziehen, einfach weil es an der Stelle wirklich aussehen würde. Also quasi von hier bis da und... Oder nee. Na, wenigstens hier eine Reihe. Weil da steht es auf beiden Seiten über. Obwohl, so haben wir dort quasi die Idealposition, um nach unten zu gucken. Den haben wir schön zu. Das lassen wir erstmal so. Ist natürlich ein... Na, ich glaube nicht, dass da was runterspringt. Ja, von hier kann man jetzt so richtig schön den Hafen sich anschauen. Was man jetzt noch vielleicht machen könnte, das wäre hier so ein bisschen abkappen. Einfach damit die Aussicht nicht so beeinträchtigt. So. Dafür würde ich sagen, der kann auch noch weg. Und die beiden eigentlich auch noch hier. Und der da. Ah nee, der war schon richtig. So. Puh. Also kann man noch etwas weiter gucken hier. Ja, ich würde sagen, es ist gut gelungen, auch wenn es auf Anhieb eher beschissen aussah. Haben wir doch was Schönes daraus gemacht. Und ich bin gespannt, was noch so alles damit passiert. Hier haben wir auf jeden Fall alle möglichen Möglichkeiten. Zur Not können wir auch noch Gebäude in die Wände bauen. Eine zweite NPC-Stadt oder sowas. Aber das machen wir dann in der nächsten Aufnahme, die dann wahrscheinlich erst sehr viel später kommen wird. Entweder dann mit Mises und Minimap und 1.3. Oder schon mit den ersten Builds zu 1.4. Was ich allerdings nicht so recht glaube, da 1.4 wohl hauptsächlich ein Add-on für die Mod-AI, API werden wird. Und da wird wohl wenig Neues kommen, was uns hier im Let's Play weiterhelfen wird. So, ich verabschiede mich. Tschüss!